Hey Micha, was kriegen wir denn heute zu hören? Hallo Dani, heute werden wir in der Ringvorlesung Klimakrise und wir einen Vortrag von Ubrecht Porzun, von Sarah Langenstein und Philipp Bongartz vom Lehrstuhl für bürgerliches Recht, für deutsches und europäisches Wettbewerbsrecht hören. Der Vortrag wird gehen über Klimaklagen, Aktivismus vor Gericht. Und es wird von zwei Seiten beleuchtet. Einmal wird es gehen um Klagen von Betroffenen vom Klimawandel gegen große Unternehmen. Auf der anderen Seite wird es auch gehen um Klagen von Unternehmen gegen Klimaaktivisten. Der Vortrag ist deswegen sehr wichtig für unsere Reihe, weil normalerweise, wenn man sich über Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels unterhält, dann fallen einem in erster Linie immer politische Maßnahmen ein, also Maßnahmen der Legislative. Und hier wird es jetzt mal gehen um Maßnahmen der Judikative und das bringt einen ganz neuen Aspekt in unsere Reihe. Ich freue mich sehr auf einen sehr spannenden Vortrag, der in einem ungewöhnlichen Format, nämlich als Zoom-Konferenz, dargeboten wird und hoffe, ihr habt genauso viel Freude an diesem Vortrag, wie ich es hatte. Hallo, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind bei der Klima-Ring-Vorlesung an der Heinrich-Heine-Universität im Sommersemester 2020. Also zumindest virtuell sind wir ja vor Ort. Und heute gehen wir in ein Feld, das ein bisschen ungewöhnlich ist und an das man vielleicht nicht zuerst denkt, wenn man an den Klimawandel denkt, nämlich in die Justiz. Und sind wir drei. Ich habe starke Unterstützung dabei. Das sind meine beiden wissenschaftlichen Mitarbeiter, Philipp Bongartz. Hallo Philipp. Hi. Und Sarah Langenstein. Hallo. Und ich bin Ruprecht Porzun. Ich bin Professor an der Heinrich-Heine-Universität in der juristischen Fakultät. Wir befassen uns mit der Justiz, weil wir uns so freuen, dass wir als Juristinnen und Juristen auch mal was sagen dürfen zu den großen Themen, die unsere Gesellschaft und unsere Zeit bewegen. Und in der Tat gibt es ja auch eine Bewegung, die nennt sich Climate Justice, die versucht, Gerichte, ja, ich sage jetzt mal, einzuspannen oder zumindest zu aktivieren, um auch die Klimaschutzfragen etwas voranzutreiben. Und wir wollen das heute mal ein bisschen genauer anschauen, was da passiert. Und das ist deshalb natürlich eine interessante Frage, weil dieses riesige Problem des Klimawandels ja alle in der Gesellschaft betrifft. Die Regierung, die Legislative, also die beiden ersten Gewalten im Staat, die Zivilgesellschaft, die Presse, die Medien auf der anderen Seite. Aber was macht die dritte Gewalt? Was macht die Justiz, die Judikative? Was hat die dazu zu sagen? Das ist eine Frage, die uns auch umtreibt. Und da sieht man dann zum einen ganz schön, welche Beiträge die Juristinnen und Juristen vielleicht leisten können, vielleicht welche auch nicht, und wie Justiz natürlich auch an ihre Grenzen gerät. Der Fall, der vielleicht die größte Prominenz in diesem Zusammenhang erreicht hat, ist ein Fall, der hier bei uns in Nordrhein-Westfalen spielt oder zumindest entschieden wird. Der Fall eines peruanischen Landwirts, der gegen RWE klagt. Und Philipp, du bist unser Experte für diesen Fall. Ja, es geht dabei um einen peruanischen Landwirt. Vielleicht haben das einige von Ihnen auch schon in der Zeitung gelesen. Der Herr Saul Luciano Yuya, der wohnt in Huaraz, einer Stadt in den peruanischen Anden. Und oberhalb von diesem Haus ist ein Andengipfel, an dem ein Gletscherpilz hängt und der schmilzt halt immer weiter ab und dieses Gletscherwasser läuft in einen Gletschersee unterhalb des Gipfels und darin staut sich das Wasser halt immer weiter auf. Das ist 1941 dazu gekommen, dass anlässlich eines Erdbebens dieser Damm gebrochen ist und dieses ganze Wasser ist dann in einer Lawine von Schlamm und Geröll in diese Stadt reingeflossen. Und hat da natürlich riesige Schäden angerichtet. Und im Anschluss an diesen Unglücksfall hat die peruanische Regierung Maßnahmen ergriffen, um das ein bisschen weiter einzudämmen, hat die Dämme verstärkt und zusätzliche Abflussmöglichkeiten für das Wasser in diesem See geschaffen. Aber trotzdem ist heute das Wasser in diesem See wieder ungefähr auf dem Volumen wie damals. Und der Herr Luciano, der nun hier in Deutschland vor Gericht steht, der fühlt sich bedroht durch dieses Wasser. Der fürchtet, dass dieser Damm nochmal brechen könnte und genauso ein Unglück wie in den 40er Jahren sich nochmals ereignen könnte. Und darum hat er nun den nordrhein-westfälischen Energiekonzern RWE
verklagt und möchte, dass sie sich anteilig zu ihrem Treibhausgasemissionsanteil an Sicherungsvorkehrungen an diesem Damm beteiligen. Vielleicht noch mal ganz kurz, Philipp, ich glaube, man sieht das auf dieser Grafik ganz gut. Das ist jetzt hier so ein Überblick der letzten Jahre aus einem wissenschaftlichen Paper. Das, was man dunkelblau eingefärbt sieht, das ist die Wassermenge des Sees sozusagen, ne? Wo man sieht, dass das eben deutlich mehr geworden ist, wohingegen der Gletscher, das ist eben da in dieser, ich weiß jetzt nicht genau, wie man diese Farben bezeichnet, was das für Farbtöne sind, aber das ist sozusagen auf dem Rückzug, wohingegen das Wasser steigt. Das ist sozusagen das was den Herrn Luciano bedroht in Huaraz. Richtig? Ja, genau. Und da stellt natürlich viele komplizierte Fragen für so ein Gericht, wenn man so eine Klage eingeht. Da ist jemand aus Peru, der von einem deutschen Gericht klagt und sagt, dass RWE im Prinzip für den Klimawandel verantwortlich ist und dafür nun auch haften soll. Und das hätte natürlich auch ein enormes Potenzial, wenn dieser Klage nun stattgegeben würde. Ich meine, in diesem speziellen Fall geht es jetzt um 17.000 Euro für RWE. Das ist für so einen Konzern vielleicht nicht viel Geld. Aber wenn eine so eine Klage stattgegeben wird, das ist natürlich auch ein Präzedenzfall für andere, die sich vielleicht auch in einer anderen Weise durch den Klimawandel bedroht sehen und nun vor RWE treten oder vor einem anderen Großemittenten und ihre Schäden ersetzt haben möchten. Sag nochmal ganz kurz, wie kommt man jetzt auf diese 17.000 Euro, die da eingeklagt werden? Also was ist das für eine Summe, die der Peruaner haben möchte? Ja, der möchte an dem See eine Sicherungsvorkehrung anbringen. Das ist dann quasi eine Verstärkung des Damms und das kostet 3,5 Millionen Euro. Und weil RWE am globalen Treibhausausstoß ein halbes Prozent hat, möchte er... 0,47%, bitte nicht übertreiben, Philipp, 0,47%. Tut mir leid, ja, das ist natürlich ist das die Behauptung von Herrn Julia, das ist natürlich noch nicht bewiesen, aber was er halt sagt, ist, die haben diese 0,47% an den globalen Treibhausausstößen und anteilig dieses halben Prozent sollen sie dann für dieses Gesamtprojekt Kosten übernehmen. Und das sind dann 17.000 Euro für RWE. Natürlich schon, genau wie du es gesagt hast, natürlich schon echt sozusagen ein unglaubliches Potenzial, das da drin steckt, wenn man sich eben, du hast es erwähnt, vorstellt, dass sozusagen RWE haftet für die Schäden, die durch den Klimawandel hervorgerufen werden, wenn auch nur sozusagen anteilig zu dem CO2-Ausstoß, wäre es eben trotzdem möglicherweise eine Bedrohung für das komplette Geschäftsmodell. Und die Gerichte, die jetzt diese Fragen zu entscheiden haben, die stehen sozusagen erstmal nur vor der Frage, kriegt Herr Luciano Julia, kriegt er seine 17.000 Euro oder nicht? Aber dahinter steht natürlich ein riesen Klimaschutzthema insgesamt. Ja. Und das ist sozusagen ja die Frage, die wir heute auch nochmal ein bisschen vertiefen wollen. Was können die Gerichte in diesem Zusammenhang überhaupt leisten? Also was kann die Justiz da tun? Ja? Und bevor wir da so richtig nochmal in die Details auch dieses Falls gehen, also Sie können sich jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja schon mal irgendwie für sich überlegen, soll RWE das zahlen oder nicht, ja, wer hat da eigentlich recht oder was wäre da eigentlich eine gerechte Lösung? Das können Sie sich schon mal überlegen. Wir werden das heute wahrscheinlich nicht ganz auflösen, aber zumindest vielleicht den einen oder anderen Hinweis dazu geben. Aber es ist ja bei weitem nicht die einzige Klage, die in Sachen Klimaschutz die Gerichte bewegt. Und Sarah, vielleicht bevor wir uns auch nochmal andere Klagen ansehen, wir haben heute viele Nicht-Juristinnen und Nicht-Juristen vor den Bildschirmen, das ist ja auch wunderbar, dass wir euch hoffentlich auch mal erreichen mit juristischen Fragestellungen. Aber man muss da, glaube ich, vorher mal so ein paar grundsätzliche Überlegungen treffen. Ja, genau, denn es ist vor allem auch wichtig zu unterscheiden, vor welchen Gerichten wir jetzt eigentlich klagen. Und das hängt hauptsächlich auch erstmal davon ab, um welches Rechtsgebiet es sich eigentlich handelt. Der Fall, den Philipp jetzt gerade vorgestellt hat, ist ein typisch zivilrechtlicher Fall. Das heißt, wir haben hier Bürger, die sich auf Augenhöhe begegnen, mehr oder weniger auf Augenhöhe, aber wir haben halt diesen peruanischen Bauern auf der einen Seite, RWE auf der anderen und es geht halt um diese Zahlungen für den Damm. Also Konfliktlösung zwischen den Einzelnen, das ist erstmal typisch zivilrechtlich. Und deshalb beschäftigt sich auch ein OLG damit.
während wir halt noch zwei andere Rechtsbereiche unterscheiden. Neben dem Zivilrecht haben wir noch das Strafrecht, hauptsächlich wahrscheinlich erstmal bekannt für Nichtjuristen aus dem Tatort. Es geht halt erstmal um die Durchsetzung von Strafansprüchen des Staates. Also wenn es besonders gravierende Verstoße gegen die gemeinschaftliche Ordnung und, gibt. Beispiele jetzt, wenn wir weiter bei Umweltaktivisten bleiben. Wenn Aktivitäten von Umweltaktivisten mal ein bisschen stärker ausfallen, also zum Beispiel Einbruch bei RWE auf das RWE-Gelände ist zum Beispiel Hausfriedensbruch, eventuell erfüllt der Straftatbestand. Man kann sich auch Sachbeschädigungen vorstellen, wenn man die Bagger beschädigt, in Braunkohletagebau, und natürlich auch, wenn die Polizei eingreift und man setzt sich dagegen mit Tritten, Hieben, Ähnliches zur Wehr, hätte man auch noch Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Und diese Straftaten landen auch alle vor Gerichten. Umgekehrt sind natürlich auch die großen Konzerne dran, wenn sie die Umwelt schädigen nach dem Umweltstrafrecht. Beispielsweise zum Beispiel der Betrieb von Anlagen, die keine Genehmigung haben oder denen der Betrieb untersagt wurde. Das fällt alles unter Strafrecht. Beim Strafrecht, wenn ich noch mal kurz einhaken darf, also da ist sozusagen das Kennzeichen, dass der Staat seinen Strafanspruch deutlich macht, ne? Und am Ende steht sozusagen jemand, der eine persönliche Schuld hat und der dann gegebenenfalls mit einer Geldstrafe oder einer Haftstrafe oder Ähnliches sanktioniert wird. Ich fand es ganz interessant, dass du das Umweltstrafrecht auch dazu genommen hast. Das ist ja... Also erstens, es gibt es, ja, aber es gibt es ja noch längst nicht so lange wie die uns ja auch tendenziell etwas vertrauteren Strafnormen, was weiß ich, von Mord und Totschlag bis Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Landfriedensbruch, Nötigung und so weiter und so fort, was sozusagen die Aktivisten dann häufiger zu spüren kriegen. Aber wir haben eben auch, und das sollte man nicht vergessen, wir haben eben auch Strafnormen, die sich gegen Umweltstraftaten richten, die häufig nicht so eine ganz hohe Prominenz haben, aber auch da ermittelt der Staatsanwalt, auch da kann ein Gericht am Ende vorgehen und gegebenenfalls eine Strafe aussprechen. Genau, ja. Jetzt steht hier auf dieser Folie, wo ich etwas, ich bin halt Zivilrechtler, da ist das Zivilrecht einfach dieser größte Block geworden. Ja. Vielleicht auch praktisch, in der praktischen Bedeutung sind diese Streitigkeiten vielleicht auch viel häufiger als die anderen. Aber es ist noch der dritte Kreis da, das öffentliche Recht. Was gibt es dazu zu sagen, Sarah? Das öffentliche Recht, ich sage es jetzt mal so als Daumenregel für den juristischen Laien. Sobald man eine Staat-Bürger-Konstellation hat, also der Staat gegen den Bürger, der Bürger gegen den Staat, kann man davon ausgehen, dass es wahrscheinlich öffentlich-rechtlich ist. Das hat einige Ausnahmen, ist wie gesagt nur eine grobe Daumenregel. Beispiele sind halt Verfassungsrecht, Völkerrecht, Verwaltungsrecht. Und um das jetzt nochmal ein bisschen konkreter darzustellen, wären zum Beispiel Fälle davon öffentlich-rechtlich, wo es darum geht, dass der Staat die Verwaltung Genehmigungen erteilt hat, zum Beispiel Abholzung, Ähnliches für Anlagen. Diese werden von Bürgern angegriffen, die sagen, dass sie das nicht wollen, dass sie dagegen dann klagen, dass Anlagen nicht in Betrieb genommen werden dürfen. Gleichzeitig aber auch Klagen darauf, dass der Staat mehr Maßnahmen für den Klimaschutz treffen soll, würden darunter fallen. Was aber auch darunter fällt, sind polizeirechtliche Maßnahmen. Also wenn eine Polizei Aktivitäten von Klimaschützern abbrechen bei Demonstrationen oder so, fällt das auch alles ins öffentliche Recht. Das ist deshalb interessant, weil bei Polizei denkt man ja erstmal ans Strafrecht, ne? Aber die Polizei selbst, um tätig zu werden, braucht eben eine Rechtsgrundlage, ja, und das ist dann wiederum im Polizeigesetz geregelt, was öffentliches Recht ist. Wir haben das so ein bisschen ja aufgespalten oder auch hier nochmal einfach so deutlich gemacht, einfach um zu zeigen, Jura hat auch sein komplexes Eigenleben sozusagen. Und es unterscheidet sich eben auch sehr stark, in welchem Bereich man sich gerade bewegt. Ja? Also die Klage des peruanischen Bauern gegen RWE ist eine ganz
ist jetzt aus juristischer Perspektive was ganz anderes als die Klage, als eine Klage gegen eine Betriebsgenehmigung für ein Kraftwerk. Und das ist wiederum was anderes, als wenn der Staat jemanden anklagt, wegen, weil er sich an die Schienen gekettet hat und damit eine Sachbeschädigung möglicherweise begangen hat oder eine Nötigung begangen hat, was dann im Strafrecht ist. Und all diese unterschiedlichen Rechtsgebiete haben wieder ihre eigenen Rationalitäten, haben ihre eigenen Akteure, ihre eigenen Durchsetzungsmechanismen, das eigene Verfahrensrecht. Also wir sehen hier auf dieser Folie Rechtsdurchsetzung, Verfahrensrecht sozusagen als eine Basis für alles, weil das sich eben sehr stark unterscheidet. Dann kommt man schon zu unterschiedlichen Gerichten, die haben unterschiedliche Regeln, die für ihre Verfahren gelten. Das sollte man eben auch nicht aus dem Blick verlieren, wenn man diese Sachen anschaut, dass es da eben ein sehr stark ausdifferenziertes System innerhalb der Justiz gibt, das eben auch sehr unterschiedlich ausfällt. Wir waren jetzt gerade beim öffentlichen Recht. Ja, also für sozusagen Otto-Normalverbraucherin ist das, ich will endlich mal ein Haus bauen und brauche dafür eine Baugenehmigung. Ja, für RWE ist das, ich will endlich mal eine Fabrik bauen und brauche dafür irgendwie, brauche dafür den Hambacher Forst. Das ist dann sozusagen im Bereich des öffentlichen Rechts. Und die Klimaklagen im öffentlichen Recht sind ja, also da haben wir schon einiges gesehen und auch einiges, was super erfolgreich war und anderes, was noch nicht so erfolgreich war. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen. Ja, also ein sehr bekanntes Beispiel für die meisten Düsseldorfer zumindest werden Dieselfahrverbote sein. Es war ja lange die Frage, kommen sie nicht? Und in der Mitte musste das tatsächlich ein Gericht entscheiden. Ein bisschen drumherum zur Erklärung ist es so, dass das Bundesemissionsschutzgesetz, kurz BIMSchG von uns Juristen genannt, festschreibt, dass es bestimmte Emissionsobergrenzen gibt, was Stickoxid angeht, auf öffentlichen Straßen. Und wenn diese überschritten werden, was in Düsseldorf 6 Jahre lang der Fall war, muss ein sogenannter Luftreinhalteplan erstellt werden. Und in dem müssen Maßnahmen festgelegt werden, diskutiert werden, wie man es schafft, unter diesen Obergrenzen zu bleiben. Und man muss dann natürlich auch diese Maßnahmen umsetzen. Man, in dem Fall, ist die zuständige Behörde. In Düsseldorf wäre es die Bezirksregierung Düsseldorf. Und darauf haben tatsächlich Umweltverbände geklagt. Denn zum einen die korrekte Aufstellung eines Luftreinhalteplans als auch die Durchführung der Maßnahmen ist ein einklagbares Recht. Das heißt, man sagt, es besteht sogar ein Rechtsanspruch der Bürger darauf, dass diese Grenzwerte eingehalten werden. In dem Fall hier in Düsseldorf wurde zum einen bemängelt, dass der Luftreinhalteplan nicht korrekt war und dass vor allem Dieselfahrverbote dort nicht diskutiert wurden. Ein höheres Gericht hatte vorher schon Dieselfahrverbote als Maßnahme gebilligt. Das war auch so ein bisschen streitig vorher. Und im Endeffekt musste der Luftreinhalteplan geändert werden. Wir haben jetzt zwar noch keine Dieselverbote in Düsseldorf, allerdings stattdessen Umweltspuren, die eingeführt wurden, gerade um diese Grenzwerte einzuhalten. Und da haben Umweltverbände halt auch durch die Klage Recht bekommen. Und es ist ja nicht nur in Düsseldorf passiert, es war in sehr, sehr vielen Kommunen der Fall, sehr, sehr häufig jetzt, dass Dieselfahrverbote auch erlassen wurden. Und in den meisten Fällen wurde darauf geklagt, beziehungsweise die zuständigen Behörden hatten Angst vor weiteren Klagen und haben dann schon selbstständig gesagt, okay, wir erlassen jetzt Dieselfahrverbote. Da sieht man eigentlich total gut diese Funktion, die Gerichte haben als dritte Gewalt im Sinne von, wir kontrollieren die erste und zweite Gewalt. Man hat sich auf bestimmte Maßnahmen verständigt, also hat eben bestimmte Vorgaben, die erreicht werden müssen seitens der Verwaltung. Die handelt nicht oder handelt zu spät oder handelt nicht in ausreichendem Maße. Und dann haben wir eben eine spezifische Klagebefugnis für Umweltverbände, die das einklagen können. Und das haben sie erfolgreich gemacht. Also ich glaube, da muss man diesen NGOs auch zugutehalten, dass sie diese Diskussion wirklich über die Gerichte wahnsinnig nach vorne getrieben haben. Ja? Und die Gerichte haben in Entscheidungen, die ja doch inzwischen auch flächendeckend von vielen Verwaltungsgerichten so getroffen worden sind, haben da eben gesagt, okay, ihr habt euch hier verpflichtet, gesetzlich etwas zu tun, dann müsst ihr das eben auch umsetzen. Und dass die Details der Umsetzung, wenn ich das mal so sagen darf, jetzt schwierig sind und umstritten sind und mache ich ein Dieselfahrverbot oder reicht eine Umweltspur oder wie gehe ich vor, das ist dann wieder sozusagen der nächste Schritt. Aber erstmal, also
wenn man sozusagen als Klimaschützer sagen will, die Juristen haben da oder die Gerichte haben da eine Aufgabe, dann wären, glaube ich, die Dieselfahrverbote ein Beispiel dafür, dass das funktionieren kann. Würdest du dich dieser Wertung anschließen? Bei Dieselfahrverboten auf jeden Fall, da wir halt auch diese exakten Grenzwerte im BImSchG haben. Allerdings habe ich auch ein kleines Beispiel, wo es nicht so gut geklappt hat. Ja. Vielleicht erinnern sich manche unter Ihnen noch an das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020. Das war ein Kabinettsbeschluss der Bundesregierung, wo sie sich selber verpflichtet hat, die deutschen Treibhausgase bis 2020 um 40% zu senken gegenüber dem Stand von 1990. Dieses Ziel wurde allerdings um 8% verfehlt. Und das sahen auch hier sowohl einige Bauern, Landwirte als auch NGOs kritisch, haben dagegen Klage eingelegt, wollten mehr Maßnahmen haben der Bundesregierung und haben halt argumentiert, dass sie sich selber gebunden hat. Und das hat das Verwaltungsgericht Berlin allerdings abgewiesen. Die haben die Klage als unzulässig beschieden und gesagt, dass dieser Kabinettsbeschluss, weil es halt einfach nur eine Selbstbindung ist, beziehungsweise einfach nur eine bunte Broschüre, die Bundesregierung rausgebracht hat und kein wirkliches Gesetz, dass es halt einfach hier an diesem subjektiven, einklagbaren Recht fehlt. Und das hat mir in dem Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin besonders gut gefallen, diese Passage, wo dann so steht, ja, das ist in einer bunten Broschüre mit Vorwort der Ministerin gedruckt, so nach dem Motto, ihr wollt nicht ernsthaft, dass man daraus jetzt was ableiten lässt, ne, was vielleicht für die Klimaschutzaktivisten bedeutet, wenn ihr, Stichwort nochmal der Vergleich mit den Dieselautos, das ist eben gesagt, wenn ihr ernsthaft was erreichen wollt, dann dürft ihr euch nicht abspeisen lassen mit bunten Broschüren, sondern ihr müsst auf einklagbare, möglichst konkrete Rechte pochen. Ja, das ist sozusagen die, glaube ich, die Message, die man rauszieht. Ja, wie es jetzt weitergeht mit dem Klimaschutzgesetz, ob man das als einklagbares Recht sehen kann, wissen wir nicht. Das ist jetzt erstmal noch offen. Das wäre quasi so das Mittelding zwischen den Normen im Bundesemissionsschutzgesetz und dieser bunten Broschüre. Etwas in der Mitte, was jetzt aber auch keine so starken Grenzwerte hat. Wie es weitergeht, bleibt offen. Aber da gibt es doch jetzt verfassungsrechtlich Aktivitäten. Ja, also dieses Jahr hat es doch da eine Klage gegeben, wenn ich mich nicht täusche. Ja, nicht nur eine. Es gibt eine ganze Handvoll Klagen von ganz unterschiedlichen Akteuren. Also es sind Klimaaktivisten dabei, unter anderem Luisa Neubauer aus der Fridays for Future-Bewegung, Greenpeace, German Watch, es gab Kinderklagen, aus Nepal und Bangladesch, die vor dem Bundesverfassungsgericht Beschwerde eingereicht haben. Und im Kern, zumindest die neuesten Klagen argumentieren alle, dass das Klimaschutzgesetz, wie es jetzt erlassen wurde, nicht ausreichen wird, um den Klimawandel aufzuhalten, vor allem konkreter gesagt nicht ausreicht, um das Pariser Klimaschutzabkommen durchzusetzen, also die Ziele, die dort gesteckt wurden. Und deshalb sehen die BeschwerdeführerInnen ihre Grundrechte bedroht. Nur nochmal zur Klarstellung, die haben Anfang dieses Jahres, wenn ich es richtig sehe, Verfassungsbeschwerde eingelegt. Wir haben gerade die Liste mit einigen Verfassungsbeschwerdeführern so dieser Hauptklage gesehen. Das sind überwiegend Fridays for Future Aktivisten, wenn ich es richtig sehe. Und die berufen sich jetzt direkt beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe darauf, dass sie in ihren Grundrechten verletzt werden, weil das Klimaschutzgesetz nicht weit genug geht, nicht die Klimaschutzziele so umsetzt, wie sie das wollen, was dazu führt, dass ihre freie Entfaltung, ihre grundrechtliche Entfaltung in Zukunft massiv gestört wird. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, genau. Also sie berufen sich auf das, was die Juristen als Schutzpflichten kennen. Also Grundrechte im traditionellen Sinn sind eher Abwehrrechte, dass man sagt, der Staat greift in meine Freiheiten ein, ich setze mich zur Wehr. Hier wird allerdings argumentiert, dass der Staat nicht genug tut, um unsere Rechte, unsere Grundrechte, unsere körperliche Unversehrtheit, Eigentum, Berufsfreiheit vor Dritten zu schützen, nämlich vor den Emissionen, die halt den Klimawandel weiter befeuern. Und das ist
unglaublich umstritten, also beziehungsweise es ist zumindest sehr problematisch. Also man hat, also das Bundesverfassungsgericht hat Schutzpflichten anerkannt, dass sie diese bestehen. Allerdings ist die Frage, wie weit darf das Bundesverfassungsgericht da überhaupt gehen? Es kann halt dem Gesetzgeber nicht aufgeben, ihr müsst jetzt ein Gesetz machen, in dem das und das und das und das drinsteht. Das würde das Gewaltenteilungsprinzip eventuell sogar verletzen. Und deshalb ist es sehr, sehr fraglich, wie diese Beschwerden, Verfassungsbeschwerden tatsächlich ausgehen werden. Man muss da vielleicht auch nochmal sich in Erinnerung rufen, also die Grundrechte sind ja eigentlich gedacht gewesen als Abwehrrechte gegen den Staat. Ne? Also sozusagen der Staat darf mir nicht irgendwie zu sehr in meine Freiheiten eingreifen. Und jetzt geht es eher darum, was auch durchaus anerkannt ist, aber was sozusagen eine schwächere Entwicklungslinie der Grundrechtsdogmatik ist. Jetzt geht es darum, diese Grundrechte als Schutz, aus diesen Grundrechten Schutzpflichten durch den Staat abzuleiten. Also ich rufe den Staat sozusagen zu Hilfe mit Hilfe der Grundrechte. Das ist schon mal etwas, was für uns einfach in der verfassungsrechtlichen Dimension, ich bin kein Verfassungsrechtler, also alles mit Vorsicht, was ich hier sage, aber es ist sozusagen nicht so etabliert. Es gibt das, aber man muss sozusagen, man macht vielleicht ein paar Klimmzüge mehr, um dahin zu kommen. Sozusagen, dann haben wir den Grenzbereich zur Politik, den du schon gerade umrissen hast. Und ein weiterer Aspekt, den man vielleicht auch hier schon mal im Kopf haben muss, wir kommen vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, ist, dass das Grundgesetz, das ja 1949 geschrieben wurde, nur mit Zweidrittelmehrheit und so weiter, also unter hohen Voraussetzungen geändert werden kann. Das war 1949 jetzt auch nicht primär darauf ausgerichtet, Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Natur und so weiter unter besonderen Schutz zu stellen. Die Anforderungen damals waren andere, die Diskussionen damals waren andere und wir haben da jetzt nicht, also oder anders formuliert, ich glaube, wenn man es heute nochmal neu schreiben würde, würde man wahrscheinlich andere Aspekte in den Vordergrund rücken im Vergleich zu früher oder zumindest vielleicht ergänzend aufnehmen im Sinne von, hat man sozusagen Umweltschutzrechte, ja, kann man die verfassungsrechtlich verbriefen. Allerdings muss man auch noch sagen, es ist noch viel, viel komplizierter, weil sich ja nicht nur auf das Grundgesetz bezogen wird und die Grundrechte, man bezieht sich auch noch auf die Europäische Menschenrechtskonvention, die aber genauso wenig konkrete Umweltschutzrechte kennt, sondern auch dann eher Recht auf Eigentum und körperliche Unversehrtheit. Und dann spielt auch noch das Pariser Klimaschutzabkommen irgendwie rein, zu dem sich Deutschland ja doch verpflichtet hat. Das heißt, es ist ein sehr, sehr vielschichtiger Streit, also wo wir noch nicht mal wissen, ob das Bundesverfassungsgericht die Beschwerde als zulässig überhaupt annehmen wird. Also es ist alles sehr offen. Vielleicht muss man da auch einfach nochmal sagen, dass wir natürlich bei diesen völkerrechtlichen Verträgen, also Stichwort Klimaschutzabkommen auf internationaler Ebene, das sind Rechtsvorschriften, mit denen wir umgehen. Aber man muss vielleicht auch irgendwie fairerweise dazu sagen, wir tun uns damit tendenziell viel schwerer als mit einem schönen kleinen deutschen Gesetz. Ja? Also das BImSchG, das Bundesemissionsschutzgesetz, können wir einfacher anwenden, ist eine direkte, sozusagen sehr konkrete Verpflichtungen, die eins zu eins in unserem Rechtssystem verankert sind. Je weiter wir uns davon entfernen, desto schwieriger wird es natürlich in der praktischen Umsetzung, in der Auslegung dieser Vorschriften, in der Durchsetzung und dann natürlich erst recht, sobald wir sozusagen in einen internationalen Kontext schauen, da ist die globale Zusammenarbeit, die globale Rechtsdurchsetzung natürlich brutal schwierig. Das muss man dann auch nochmal sehen. Also das ist etwas, worüber wir jetzt wirklich einfach die Augen offen halten müssen, wo wir uns zumindest kein Urteil anmaßen können, wie das Bundesverfassungsgericht das entscheiden wird. Mal trauen die sich richtig, sozusagen Politik zu machen. Mal sagen sie, wir machen alles, aber bitte bloß keine Politik. Ja, und also genau, ich glaube, das ist ein sehr schwer aufzulösendes, ein sehr schwer zu entscheidender Fall, wo man wirklich mit Spannung schauen kann. Und das ist beim Bundesverfassungsgericht einfach so, man kann nicht vorher wissen, entscheiden die das auf einer halben Seite und weisen das zurück oder machen die daraus ein riesen Grundsatzverfahren, wo sie dann mit 300 Seiten Begründung detailliert dem Gesetzgeber Vorgaben machen, was zu tun ist. Ja, das ist wirklich eine offene Frage. Kommen wir lieber schnell zurück in den Bereich, der uns ein bisschen näher liegt, weil er das Zivilrecht betrifft. Philipp, wir wollen natürlich wissen, wie ist eigentlich diese ganze Geschichte mit dem peruanischen Bauern weitergegangen, der geklagt hat. Sie haben sich ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, inzwischen Gedanken gemacht, wie Sie das einschätzen würden. Philipp, hilf uns doch mal ein bisschen auf die Sprünge.
wo steht dieses Verfahren und vor allem, worum geht es da eigentlich jetzt rechtlich juristisch? Ja, dieser peruanische Landwirt hat dann tatsächlich Klage eingereicht vor dem Landgericht Essen. Das war schon 2015. Und der hat vor Gericht geltend gemacht, der fühlt sich bedroht durch diese Flut, die halt möglicherweise auf sein Haus stürzen könnte. Und der hat dann in dieser Klageschrift vorgetragen, dass RWE schon seit 50 Jahren zu den großen Treibhausemittenten gehört und halt diesen 0,47% am globalen Ausstoß gehabt hat. Und dass sich das halt in der Atmosphäre verdichtet, sich dadurch die Temperatur steigert und dass die Gletscher in den peruanischen Alpen schmelzen und durch diesen Klimaerwärmungsprozess eigentlich die Flutgefahr für sein Haus begründet wird. Und dann hat er natürlich gesagt, das, was im Moment halt als Sicherungsvorkehrung für diesen See getroffen ist, das reicht einfach nicht. Diese Gefahr für sein Eigentum und auch für sein Leben, das besteht weiterhin. Und RWE hat sich dagegen zur Wehr gesetzt. Wir haben gesagt, okay, die Gletscherschmelze ist ein ganz natürlicher Prozess. Das passiert schon seit Ende der Eiszeit. Und eine komplett emissionsfreie Energieversorgung ist auch bis heute einfach nicht möglich. Die Energieversorgung ist ja auch ein Daseinsvorsorgeauftrag, also liegt insofern auch im Gemeinwohl. Und jeder atmende Mensch, also Milliarden von Emittenten weltweit, stoßen CO2 aus. Im Verhältnis dazu sind diese 0,47% natürlich marginal. Selbst wenn man sich das jetzt wegdenken würde, bestünde natürlich immer noch die Gefahr, also die Gletscher würden natürlich weiter schmelzen und eine Fluggefahr würde nach wie vor bestehen. Das zeigt ja letztlich auch dieser Dammbruch, der schon in den 40er Jahren passiert ist. Also insofern sagt RWE da, diese Gefahr besteht im Prinzip nicht durch den Klimawandel, sondern dadurch, dass sie eine Erdbebenregion unterhalb von einem Gletschersee gesiedelt haben. Die peruanische Regierung hat auch schon versucht, die Leute umzusiedeln, aber die lokale Bevölkerung, die möchte natürlich auch ihre Häuser nicht verlassen, die haben sich dagegen gewehrt. Und RWE sagt auch, okay, diese Sicherungsmaßnahmen, die peruanische Regierung getroffen hat, das reicht ja auch. Ich meine, dieser Damm ist ja seit den 40ern nicht mehr gebrochen, also scheint das ja zu wirken. Das sind sozusagen die beiden Positionen, ja. Also das, was die Klimaschutzaktivisten vortragen und das, was RWE vorträgt. Ja, genau. Und sowas landet jetzt natürlich vor Gericht und so ein Richter, der kriegt dann beide Schriftsätze und der liest sich natürlich erstmal den vom Kläger durch und das klingt natürlich auch total schlüssig erstmal und dann ist man überzeugt davon, ja, so muss es sein, ne? Alles klar, die Klage muss ja durchgehen, aber dann bekommt man den anderen Schriftsatz vom Beklagten, von der RWE in dem Fall und denkt sich, ja, das hat ja eigentlich auch Hand und Fuß und das ist natürlich unheimlich schwer für ein Gericht, sowas zu entscheiden. Aber so ein Richter. Wenn ich dich da kurz unterbreche, das ist, glaube ich, eine ganz typische Erfahrung, die wir machen, ja. Und das ist eben auch sozusagen ein Kennzeichen des Gerichtswesens oder des Prozesses, um den wir uns kümmern, ja. Also es gibt so einen ganz alten Rechtsgrundsatz, der heißt Audiatur et altera pars, ja, höre stets auf den anderen Teil, heißt das angeblich auf Deutsch. Das ist wahrscheinlich das wichtigste Kennzeichen des gerichtlichen Prozesses, man muss beide Seiten anhören. Und das ist sozusagen, wenn wir heute in unseren Twitter-Blasen unterwegs sind, vielleicht auch ein großer Unterschied. Und wenn man sich vernünftig auseinandersetzen lässt von den Klägervertretern und dann aber auch von den beklagten Vertretern, also von Luciano Liao und RWE, was jeweils für ihre Seite spricht, dann kriegt man eben ein doch relativ vollständiges Bild. Und das ist eben natürlich schon ein großes Privileg für die Gerichte, ja, dass sie von beiden Seiten vernünftig vorgetragen kriegen, wie ihre Auffassung ist, und dann wächst daraus sozusagen die Bürde, sich entscheiden zu müssen. Ja, das ist sozusagen dieses Besondere des gerichtlichen Prozesses, dass wir es eben nicht belassen bei Behauptungen oder bei einseitiger Darstellung, sondern wir müssen, auch wenn es schwerfällt, auch der anderen Seite Gehör schenken. Und ein Gericht hat es ja auch schon entschieden, nicht wahr? Ja, das Landgericht Essen hat die Klage abgewiesen, weil es ein Merkmal, eine Voraussetzung, die dafür erfüllt sein muss, nicht erfüllt gesehen hat, dass RWE letztlich dafür verantwortlich ist. Ich würde einfach mal damit anfangen, wie so ein Gericht da eigentlich rangeht, wenn es diesen ganzen Stoff bekommt.
Ich meine, ich denke, jeder, dem man diesen Fall erzählt, der hat sofort auch eine Meinung dazu und kann irgendwie nach Bauchgefühl entscheiden. Und man muss sich halt vergegenwärtigen, dass ein Gericht sowas nicht kann. Möglicherweise haben die eine persönliche Meinung, aber die dürfen nicht danach entscheiden, sondern die sind da an das Gesetz gebunden. Im Gesetz, da steht also klar drin, wenn jemand was von einem anderen möchte, welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen. Und danach muss das Gericht dann entscheiden. Du sagst jetzt, es steht im Gesetz klar drin. Also wir haben jetzt darauf verzichtet, den Gesetzestext hier abzudrucken, aber das Gesetz ist natürlich extrem abstrakt. Ja. Also der Gesetzestext heißt ja so ungefähr, wer dafür verantwortlich ist, dass irgendwie auf anderen Grundstücken etwas passiert, muss diese Störung beseitigen sozusagen. Also das ist so im Wesentlichen das, was das Gericht als Maßstab, als gesetzlichen Maßstab hat. Ich meine, ganz wichtig, was du sagst, die Richterinnen und Richter sind ans Gesetz gebunden. Das heißt, die dürfen sich nicht, wie du sagst, nach ihrer Meinung entscheiden, sondern da binden wir sie eben zurück an den demokratischen Gesetzgeber. Und der gibt ihnen jetzt einen abstrakten Rechtssatz. Und das ist jetzt sozusagen das, was Juristinnen und Juristen lernen, damit umzugehen und den auszulegen. Ja, genau. Und diese Voraussetzungen sind jetzt in unserem Fall, die das Gericht prüft, halt, also im Grunde genommen, ob jemand wirklich in seinem Eigentum beeinträchtigt ist und ob der Beklagte dafür verantwortlich ist. Und das musste das Landgericht Essen nun prüfen und in der Berufungsinstanz das Oberlandesgericht Hamm. Und das Gericht hört sich dafür erstmal beide Ansichten an. Ne? Also wie wir es eben schon beschrieben haben, die lesen eine Klageschrift, lesen dann eine Klageerwiderung. Und das passiert ganz häufig, dass danach noch etliche Schriftsätze eingehen, bis dann irgendwann eine mündliche Verhandlung anberaumt wird. Und das Gericht muss dann diesen ganzen Streitstoff, den sie haben, erstmal irgendwie ordnen. Ich meine, wenn man sich so einfach nur mal die Ansichten hört von einer Partei und dann die von der anderen, das ist natürlich viel Zeug, das auch durcheinander geht, man muss das ja irgendwo da einsortieren, wo es wirklich Bedeutung hat. Und das macht dann ein Gericht, das sortiert dieses Material und diesen Vortrag da ein, wo es zu einer gesetzlichen Voraussetzung passen könnte. Also quasi die Tatsachen, die dann der Kläger vorträgt, sortiert es da ein, wo es möglicherweise eine Voraussetzung erfüllt aus einem gesetzlichen Anspruch. Zum Beispiel, wenn jetzt der Herr Luciano sagt, diese Sicherungsmaßnahmen, die Regierung hier gemacht hat, das sind nur so ein paar Gummischläuche, das bringt überhaupt nichts, dann wird das da geprüft, ob wirklich eine Beeinträchtigung für sein Eigentum droht. Also in dem Fall eine Gefahr durch eine Flut aus dem Gletschersee. Und sind sich die Parteien dann, was meistens passiert, halt in Bezug auf irgendwelche Tatsachen nicht einig, dann kann eine Partei beantragen, dass das Gericht Beweis erhebt. Und das kann auch durch Beweisanträge können die Parteien dann steuern, wie das Gericht das macht. Also zum Beispiel, die können sagen, ich beantrage eine Zeugenvernehmung oder zum Beispiel, dass das Gericht etwas in Augenschein nimmt. Das heißt im Prinzip, dass sie sich was ansehen oder anhören. Oder die können halt auch sagen, dass ein Sachverständigengutachten über eine Frage eingeholt werden soll. Ja, und das ist, glaube ich, hier in unserem Fall, also wir haben noch gar nicht so ganz deutlich gemacht, was eigentlich die Gretchenfrage dieses Verfahrens sein wird, aber das wirst du uns jetzt gleich wahrscheinlich sagen, aber zu dem Beweispunkt sozusagen, also hier wird es jetzt letztlich um Sachverständigengutachten gehen, wenn man den Fall entscheiden will. Jetzt müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen, das Landgericht Essen hat die Klage abgewiesen, ne? Also ja. Das war 2016, aber die Klage läuft weiter. Ja, wir sind in die zweite Instanz gekommen. Also der Kläger hat Berufung eingelegt zum nächsthöheren Gericht. Das ist das Oberlandesgericht in Hamm. Und dort wird momentan diese Klage verhandelt. Und Philipp, erzähl uns mal, was das OLG gemacht hat, was so die Frage ist und was die Sachverständigen jetzt damit zu tun haben. Ja, das Oberlandesgericht hat zur Überraschung vieler Beobachter gesagt, diese Klage ist grundsätzlich schlüssig. Also so im Prinzip kann ein Großemittent von CO2-Stoffen dafür haften, dass durch die Klimaerwärmung am Ende der Welt Schäden entstehen, und hat dann einen Beweisbeschluss erlassen. Das bedeutet, da hat der Kläger beantragt, der möchte nun ein Sachverständigengutachten darüber haben, dass einmal diese Flutgefahr wirklich droht und dass die Klimaerwärmung und der Beitrag von RWE dafür ursächlich sind.
Und das Gericht hat diesem Antrag stattgegeben und hat nun beschlossen, dass das einen Sachverständigen benannt. Und dieser Sachverständige soll nun in Peru erstmal begutachten, ob die Flutgefahr droht und danach, ob diese Flutgefahr im weiteren Sinne verursacht ist durch die Klimaerwärmung und den Beitrag von RWE dazu. Wir sehen hier nur sozusagen kurz zur Erläuterung, du hast schon gesagt, das war eine große Überraschung, was das Oberlandesgericht Hamm dann 2017 entschieden hat. Ja, das ist hier die entscheidende Passage aus dem Urteil, die wir jetzt hier mal ausgegraben haben. Die Organisation German Watch hat die ganzen Fälle sehr schön auf einer Website dokumentiert und dann hat eben das OLG Hamm geschrieben, es soll Beweis erhoben werden, Beweisbeschluss. Durch Einholung von Sachverständigengutachten über die folgenden Behauptungen des Klägers erstens und so weiter. Ja, und dann kommen die Punkte, die du gerade genannt hast. Also das ist jetzt sozusagen Teil des Originalurteils OLG Hamm. Wir haben auch noch vielleicht sozusagen für die Freunde des gerichtlichen Verfahrens hier vielleicht nur ganz kurz, wenn ich das einschieben darf, das Urteil aus der ersten Instanz vom Landgericht Essen, ja, das ist jetzt die erste Urteilsseite, die man hier sieht. Das ist, glaube ich, ein elfseitiges Urteil, ist relativ prägnant, wenn ich das mal so sagen darf, ja, für so einen Fall, wo dann also im Namen des Volkes, ja, die Richter entschieden haben, diese Klage abzuweisen. Aber jetzt sind wir eben in der zweiten Instanz, wie du gesagt hast, beim Berufungsgericht, das eben dieses erste Urteil damit in gewisser Weise aufgehoben hat oder in Frage gestellt hat und zumindest mal sagt, wir müssen zumindest mal Beweis erheben. Genau. Ja. Ich zeige mal hier vielleicht nur zur, oder vielleicht kannst du was dazu sagen, was wir hier eigentlich sehen. Ja, hier sehen wir das Gerichtsverfahren, wie es vor dem Landgericht Essen losgegangen ist mit der Klage im November 2015. Das war dann quasi der Eingang der Klageschrift und dann hat es erstmal über ein Jahr gedauert, bis ein Urteil erlassen wurde. Das lag daran, dass die Parteien erstmal sehr lange hin und her geschrieben haben. Das Gericht hat da ein schriftliches Vorverfahren angeordnet. Das heißt, die lassen dieses Verfahren erstmal ausschreiben. Also jede Partei soll erstmal alle ihre Argumente vorbringen, damit das Gericht sich eine bessere Meinung bilden kann. Und dann einen Monat nach dieser mündlichen Verhandlung im November haben die dann durch die Klage und dieses ja relativ kurze Urteil dann die Klage abgewiesen. Da hat dann der Kläger gegen Berufung eingelegt zum Oberlandesgericht in Hamm. Und dort ist die Berufung dann im Februar 2017 eingegangen und erst ja, nach einem guten halben Jahr hat das Gericht dann da beschlossen, tatsächlich Beweis über diese Fragen zu erheben und hat in Peru Rechtshilfe ersucht. Das bedeutet, das Gericht fragt dann quasi in einem anderen Staat, ob sie da einen Sachverständigen hinschicken können und die Parteien, die dann vor Ort sich die Situation ansehen, um auch vor allem für den Gutachter, um da sein Gutachten erstellen zu können. Und das ist eigentlich ein Punkt, der in dein Gebiet fällt. Hier sieht man irgendwie nochmal so ganz schön, wie kompliziert diese internationalen Fragen sind. Ja? Also wir wollen jetzt Beweis in Peru erheben, aber das geht eben nicht so ohne weiteres. Ja, genau. Und ja, seit dieses Rechtshilfeersuchen 2019 gestellt wurde, gibt es da bisher kein Ergebnis. Das ist natürlich auch ein Stück weit jetzt durch die Situation bedingt. Jetzt gerade kommt sowieso nicht in Frage, dass dann Sachverständiger und die Parteien nach Peru geschickt werden. Also im Moment lässt sich auch nicht prognostizieren, wie lange das dauert, bis da tatsächlich mal die Beweisfragen begutachtet werden. Zumal ja die Gutachter, ich meine, das sind jetzt Experten für diese naturwissenschaftlichen Fachthemen sozusagen, die müssen ja dann auch tatsächlich noch arbeiten, forschen, die Sachen begutachten und so weiter. Das ganze Prozedere dauert ja noch. Also wir sehen jetzt hier schon, wir haben mit der Klage, also die Klage hat begonnen 2015, wir haben jetzt 5 Jahre später und wir haben noch so gut wie nichts in der Hand, wenn man mal ehrlich ist, an greifbaren Ergebnissen. Ne? Also und man muss vielleicht auch dazu sagen, das ist jetzt nicht, also das ist nicht total ungewöhnlich oder das ist jetzt auch irgendwie nicht eine reine Behinderungsstrategie, sondern es ist eben ein sehr, sehr aufwendiger, sehr komplexer, sehr, sehr wichtiger Fall.
in dem sich solche Dinge dann eben oft auch einfach hinziehen. Also das kann man kritisieren und schrecklich finden. Das ist jetzt allerdings, also man muss fairerweise vielleicht dazu sagen, das ist jetzt keine bewusste Obstruktion durch das Gericht oder durch die deutsche Justiz oder sonst was, sondern die beiden Parteien nehmen ihre Rechte wahr. Klar, RWE lässt sich logischerweise im Zweifel länger Zeit. Ja, die haben natürlich kein Interesse daran, ein schnelles Urteil zu kriegen. Das sind aber eben normale Verfahrensrechte. Das ist völlig normales Prozessverhalten, was jeder Kläger und Beklagter im Prozess macht. Wenn man dann plötzlich eben Beweisaufnahmen braucht mit umfangreichen Sachverständigengutachten von naturwissenschaftlich beschlagenen Leuten, dann kann so ein Gericht eben sowas nicht übers Knie brechen. Ja? Und wenn es dann noch ins Ausland geht, dauert es natürlich noch mal länger. Also Recht braucht Zeit. Und das ist einerseits in diesem Fall ist natürlich wahnsinnig schrecklich im Sinne von, man wünscht sich ja, dass das alles schneller vorwärts geht. Es ist aber auch irgendwie klar, weil wir ja gerade das wollen, was wir sonst in unseren üblichen Debatten und Diskussionen nicht kriegen, nämlich eine wirklich fundierte, gut durchdachte, haargenau durchleuchtete Auffassung. Ja, also das Gericht muss sich eben auch darum bemühen, die Fakten festzustellen und genau nachzuweisen, was hier Sache ist. Wir haben, glaube ich, noch nicht so genau gesagt, was ist eigentlich so der Kern, der rechtliche Kern, woran wird sich das letztlich entscheiden, möglicherweise? Das ist vielleicht noch mal etwas, was wir vielleicht nochmal klarstellen müssen. Ja, der Kläger hat hier einen Unterlassungsanspruch geltend gemacht. Und dafür ist so eine ganz essentielle Voraussetzung, dass der Beklagte für diese drohende Eigentumsbeeinträchtigung verantwortlich ist. Man nennt das auch Störer, aber ein Synonym ist quasi der Verantwortliche dafür. Und es ist nun für den Kläger natürlich wahnsinnig schwierig zu beweisen, dass RWE für die Gletscherschmelze in den peruanischen Anden verantwortlich ist. Die Fälle, die wir da normalerweise haben, wenn ich das jetzt nochmal runterbrechen darf auf meine kleine BGB-Erfahrung sozusagen. Die Fälle, die wir dann normalerweise haben, sind so nachbarrechtliche Fälle. Ne? Also was so von Gerichten nach denselben gesetzlichen Vorschriften entschieden wird, ist, zwei Häuser stehen nebeneinander, der Nachbar pflanzt einen Baum, dieser Baum entfaltet Wurzeln und die Wurzeln heben plötzlich das Nachbargrundstück oder das Haus auf dem Nachbargrundstück an und da kommt es irgendwie zu Rissen im Haus. Ja, und jetzt sagt der eine Nachbar zu dem anderen, es kann ja wohl nicht sein, dass dein Baum hier solche Wurzeln schlägt, dass bei mir Risse im Haus sind. Die musst du bitte beseitigen und Vorkehrungen treffen, dass das nicht mehr stattfindet. Ja, da hat jetzt der Nachbar, der den Baum gepflanzt hat, auch keine Schuld im klassischen Sinne, ja, aber er ist schon verantwortlich dafür und dann kann man eben so einen Anspruch zusprechen. Und das ist sozusagen die Konstellation, die wir jetzt übertragen auf diesen global angelegten Fall, ja, Konzern in Deutschland, CO2-Emissionen führen zur Gletscherschmelze, ja, also das sind die Risse im Haus von Herrn Luciano Liao sozusagen, ja, und da müssen wir jetzt aber, das macht das Gericht mit diesem Beweisgutachten, müssen wir jetzt sozusagen diese Verantwortungskette, diese Kausalitätskette genau nachweisen. Und das ist natürlich bei dem Phänomen 0,47% CO2-Ausstoß durchaus schwierig und RWE sagt, also wenn wir jetzt sofort die Emissionen einstellen würden, würde der Gletschersee wahrscheinlich trotzdem über seine Ufer treten und das Grundstück bedrohen. Ja? Und dann stellt sich schon die Frage aus einer sowohl juristischen Perspektive, aber kann man ja auch allgemeiner philosophisch diskutieren, ist das dann noch kausal? Ist man dann noch verantwortlich dafür, wenn die eigene Bedingung möglicherweise hinweggedacht werden kann, wenn wir und trotzdem sozusagen dieser Schaden eintritt. Ja, das ist so das Muster, in dem wir Juristinnen und Juristen jetzt versuchen, sowas zu strukturieren, uns mit einem Kausalitätsbegriff befassen, der natürlich durch ganz viel Rechtsprechung, durch vorhergehende Entscheidungen des Bundesgerichtshofs und anderer Gerichte auch schon konturiert ist und jetzt versuchen zu erörtern, in welchen Kausalitäts-, in welchen Verantwortungsbegriff sortieren wir das eigentlich ein, wenn wir überhaupt zu dem Ergebnis kommen, dass das auch von der Tatsachenbasis her gedeckt ist. Ja? Also wir müssen hier sozusagen unterscheiden, was sind die Tatsachen und dann die nächste Frage, was ist die rechtliche Bewertung? Wie bewerten wir diese Tatsachen? Reicht das, was wir von den Gutachtern irgendwann möglicherweise wissen, reicht das, um zu sagen, ja, da liegt eine rechtliche Verantwortung im Sinne von Paragraph 1004 des Bürgerlichen Gesetzbuches vor? Das ist sozusagen die Aufgabe, die sich jetzt stellt und die vielleicht jetzt auch, wenn man sich das so im Detail vor Augen führt, klar macht, das ist eben kein easy Job, den die Richter da in dem Senat haben. Oder Philipp?
Ja, ganz genau. Und das ist halt super schwierig, gerade für ein Gericht, das ja auch nur über begrenzte Ausstattung verfügt, so eine Frage zu klären. Aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch wäre es ein Riesengewinn, wenn am Ende dieses Verfahrens zumindest mal stünde, dass ein Gericht festgestellt hat, dass dieser Dammbruch tatsächlich droht und die Klimaerwärmung dafür verantwortlich ist, beziehungsweise der Anteil von RWE daran. Also das wäre sozusagen, was man da kriegen würde, wäre eben eine gerichtsfeste Aussage dazu. Ja, das hat eben schon, also ich glaube, man muss jetzt heutzutage niemanden mehr davon überzeugen, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt. Also zumindest, okay, also die meisten Menschen nicht mehr, ja. Aber hier geht es dann eben doch nochmal auf eine ganz andere Ebene, auf eine konkrete Ebene. Und dazu gerichtsfeste Aussagen zu kriegen, ist schon. Also egal in welcher Richtung, würde, glaube ich, die Debatte einfach weiterbringen. Ja, im Sinne von, also egal, ob das jetzt für die eine oder andere Seite ausgeht, würde man sozusagen etwas lesen können, was wirklich interessant ist. Aber es kann noch einige Jahre dauern, bis wir das abschließend haben. Und deshalb habe ich hier diese Grafik noch angezeigt. Und das ist natürlich schon auch etwas, wo man sich gut vorstellen kann, dass beide Seiten im Zweifel zum Bundesgerichtshof gehen und das also auch nochmal in der Revisionsinstanz ausjudizieren lassen. Und das ist dann also eine Sache, die sich wirklich noch einige Jahre hinziehen kann. Haben wir etwas vergessen zu diesem Urteil, Philipp? Wollen wir noch irgendwas sagen? Oder haben wir es im Wesentlichen abgefrühstückt? Ich denke, wir haben das Wesentliche gesagt und könnten übergehen zu den Klagen, wie es eigentlich andersrum aussieht. Oder was meinst du? Ja, das ist nämlich, ich finde, das ist auch irgendwie eine ganz interessante Konstellation. Also wir haben jetzt ja angeschaut, Klimaaktivisten verklagen RWE, ja, und wollen von denen Geld. Und es zieht sich sehr lange hin und funktioniert nicht. Wir haben auch die umgekehrte Konstellation, dass RWE gegen Klimaaktivisten vorgeht und von denen Geld will. Das funktioniert recht gut. Oder zumindest sagen wir mal besser als diese Verfahren. Und das ist, finde ich, ein ganz interessanter Kontrast. Also, dass wir sozusagen in beide Richtungen sozusagen sehen und von beiden Seiten diese Fälle eben durchaus auch in die gerichtliche Arena getragen werden. Also es ist eben keine rein politische Auseinandersetzung mehr. Es ist nicht eine Auseinandersetzung, die sich vielleicht letztlich in parlamentarischen Aktivitäten niederschlägt, sondern es wird eben auch der Rechtsstaat bemüht. Und auf Seiten von RWE sind die Fälle, an die wir jetzt denken oder die wir typischerweise in der Gegenrichtung sehen, Fälle, in denen RWE Klimaaktivisten verklagt, die den Geschäftsbetrieb von RWE, ich sage es jetzt mal, stören. Ja, also die typischen Fälle sind, jemand kettet sich an ein Transportgleis, an ein Gleis, das wichtig ist für den Transport im Hambacher Forst oder ähnliches. Dadurch werden die Transporte aufgehalten. Das ist ja auch Sinn der Sache. Das führt dazu, dass bei RWE ein Schaden entsteht. Ja, ein wirtschaftlicher Schaden, weil der Betrieb nicht so weitergeführt werden kann, wie er weitergeführt werden könnte, wenn diese Störung nicht eingetreten wäre. Und für den Schaden, der dadurch entsteht, kann RWE jetzt möglicherweise denjenigen, der sich da angekettet hat, in Anspruch nehmen. Und solche Fälle gibt es tatsächlich. Es ging jetzt vor einiger Zeit durch die Presse, dass wegen einer Blockade in Weißweiler RWE-Aktivisten verklagt hat auf 2 Millionen Euro Schadensersatz. Diese Frage ist beim Landgericht Aachen anhängig. Der Grund war, dass RWE ein Kraftwerk kurzzeitig vom Netz nehmen musste und den Strom, der bereits verplant war, andernorts zukaufen musste. Dafür sind eben Kosten entstanden, die RWE mit 2 Millionen Euro beziffert. Man kann sich natürlich schon vorstellen, dass solche Klagen, ich sage jetzt mal, die Klimaaktivisten finanziell leicht überfordern, ja, und möglicherweise eben solche Aktivitäten dann auch ja, schwierig machen bis unmöglich machen. Wir haben einen anderen Fall, den ich da ganz interessant finde. Da ging es um eine Baggerbesetzung in Garzweiler. Das ist schon ein älterer Fall. Der Fall spielte 2004. Greenpeace hat damals einen Bagger besetzt. Der Bagger konnte nicht weiter eingesetzt werden und in einem sogenannten Grundurteil hat das Landgericht Aachen damals entschieden, ja, es besteht grundsätzlich eine Schadensersatzpflicht,
Das heißt, die Greenpeace-Aktivisten müssen für die Schäden aufkommen, die dadurch entstanden sind. Die wurden damals mit 71.000 Euro beziffert. Also wir haben da sozusagen in dieser Gegenrichtung eben auch Schadensersatzansprüche. Und jetzt tragen die Aktivisten vor, das, was wir hier machen, ist... Da haben wir erstens einen grundgesetzlichen, grundrechtlichen Möglichkeit, das zu tun. Das ist Teil unserer Demonstrations- und Meinungsfreiheit, uns da zu positionieren. Und zum anderen leisten wir Nothilfe. Also so Notwehr kennt man vielleicht. Ne? Man wird angegriffen, setzt sich zur Wehr und geht dann straffrei aus, weil man den Angreifer in die Flucht geschlagen hat. Und das, was die jetzt hier in Anspruch nehmen, ist Nothilfe. Ist auch ein Tatbestand, den wir im Recht kennen. Wir wollen einen unmittelbar drohenden Schaden, nämlich für die Umwelt, für das Klima, für den und so weiter, abwenden, indem wir sozusagen zu Hilfe eilen und uns dem zur Wehr setzen. Die Gerichte haben das, soweit ich die Entscheidungspraxis überschaue, nicht anerkannt, diese Argumentationsmuster, und sagen, der demokratische Meinungskampf, der kann auf andere Weise geführt werden. Du kannst gegen RWE protestieren, demonstrieren, aber du musst dich dafür nicht auf den Bagger setzen. Ja, es reicht, wenn du auf dem Rathausplatz in Düsseldorf stehst sozusagen oder vor der Konzernzentrale in Essen, ohne dass du Rechtsgüter von anderen Personen, also das Eigentum und so weiter von RWE, schädigst. Ja, das ist sozusagen der eine Punkt. Und es ist auch nicht die Sache der Aktivisten, so die andere Logik, ja, im Wege der Nothilfe, jetzt irgendjemandem zu Hilfe zu kommen, weil auch dort sozusagen der unmittelbar drohende Schaden spezifiziert ist. Da müsste man sozusagen die Polizei rufen, ne? Und die Polizei rufen und sagen, hier droht ein unmittelbarer Schaden, bitte stoppen Sie dieses Verhalten. Soweit ist es nicht. Ja, diese Klagen sind also tendenziell erfolgsversprechend oder erfolgversprechender und bewegen sich eben auch sehr stark so in dem Schema des Zivilrechtlichen, was wir gewohnt sind, wo wir mit umgehen können. Jemand verletzt das Eigentum einer anderen Person oder führt zu wirtschaftlichen Schäden führt. Damit können wir gut umgehen, wenn sozusagen die Zurechnungszusammenhänge sehr unmittelbar, sehr direkt und sehr eng sind. Das ist hier der Fall, das ist in dem peruanischen Fall eben nicht so. Da ist der Zurechnungszusammenhang sehr viel weiter auseinandergerissen. Was das Argument mit der Demonstrationsfreiheit angeht, finde ich, ist das allerdings auch nochmal ein ganz guter Hinweis dafür, im Sinne von, die Gerichte haben eine Aufgabe in unserem Staatssystem. Und diese Aufgabe der Gerichte ist, Konflikte zu lösen. Ja, die Verwaltungsgerichte und das Bundesverfassungsgericht kontrolliert auch die anderen Gewalten sehr stark. Die Zivilgerichte sorgen dafür, dass Menschen Konflikte auf eine zivilisierte Art und Weise miteinander lösen können. Das bedeutet, man setzt sich vor Gericht auseinander. Das ist besser, als wenn man sich, als wenn sich gleich der Stärkere durchsetzt, ja, der sich diesem System unterwerfen muss. Thomas Hobbes und so weiter. Ja. Ihr habt die Staatsphilosophie-Grundsätze dafür vielleicht noch im Hinterkopf. Ja. Und es bleibt eben auch eine friedliche Art der Konfliktlösung. Ja, vor Gericht setzt man sich eben mit Argumenten, mit Worten auseinander, mit Schriftsätzen, mit langen Schriftsätzen und dann entscheidet das eine unabhängige Person, gebunden an die Gesetze, die wir uns als Gemeinschaft gegeben haben. Das ist eben eine andere Art von Konfliktlösung als ich werfe mich dir in den Weg oder ich hau dir eine runter, ja, wenn du nicht das machst, was ich will. Das wäre eine unfriedliche Art der Konfliktlösung. Und das ist den Gerichten eben doch auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass dieses Forum, diese zivilisierte Art der Auseinandersetzung erhalten bleibt. Und deshalb sperrt sie sich, glaube ich, sehr stark gegen Maßnahmen, die eben Rechtsgüter anderer verletzen, wenn es nicht sozusagen der unmittelbare Fall der Notwehr oder Nothilfe ist. Das führt natürlich dazu, und das, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass in dieser Ringvorlesung auch viele Leute sind, die dem Klimaschutz eben sehr positiv gegenüberstehen, muss man natürlich schon auch irgendwie sagen, es ist natürlich eine gewisse Diskrepanz, die wir da sehen. Ja, wir haben auf der einen Seite RWE gegen die Aktivisten, die kommen damit vor Gericht ganz gut durch, ja, können da möglicherweise Schadensersatz einklagen. Man muss vielleicht auch sagen, das ist eine Strategie, die jetzt nicht dauernd gefahren wird und die nicht so ganz häufig ist. Ja, also die könnten, also viele Unternehmen könnten wahrscheinlich noch stärker vorgehen, als sie es tun. Ja, aber man verlagert die Konflikte eben so ein bisschen vom Bereich des Strafrechts,
ja, wo man dann sicherlich auch Handhabe hätte, in den Bereich des Zivilrechts, was die Leute vielleicht viel unmittelbarer spüren, weil mich eine 2-Millionen-Euro-Klage vielleicht in die Privatinsolvenz schickt, ja, dann überlege ich es mir doch nochmal, als wenn ich sozusagen dafür mal irgendwie eine Bewährungsstrafe kriege. Ja, ist vielleicht einfach echt eine andere Dimension, kann man auch drüber nachdenken. Aber und dann haben wir auf der anderen Seite die den Fall von Luciano Liao, der sich wehrt gegen die massive, den massiven CO2-Ausstoß und damit bei Gerichten erstmal auf die lange Bank geschoben wird und nicht so richtig gut weiterkommt. Ja? Zumindest jetzt aktueller Stand. Ja? Das Verfahren läuft. Ja? Diese Diskrepanz hat bei einigen Leuten dazu geführt, dass man sagt, das ist jetzt vielleicht uns schon, oder da sind wir jetzt irgendwie, da sind wir an den Grenzen. Wir müssen vielleicht weitergehen, ja, oder das ist jetzt vielleicht irgendwie nicht mehr, das ist nicht mehr fair, was da passiert. Und das ist natürlich eine schwierige Frage. Und ich habe jetzt hier mal einen Satz aufgerufen von Henry David Thoreau, ja, dem großen Inspirator vieler Befreiungsbewegungen, der dieses kleine Buch geschrieben hat über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat. Und der hat eben diesen Satz gesagt, wenn aber das Gesetz so beschaffen ist, dass es notwendigerweise aus dir den Arm des Unrechts an einem anderen macht, dann sage ich, brich das Gesetz, mach dein Leben zu einem Gegengewicht, um die Maschine aufzuhalten. Schöne Sätze, ne? Für Leute, die meinen, sie müssten dem Rat in die Speichen fallen, ja? die sozusagen sagen, also wenn dieses Rechtssystem nicht in der Lage ist, den peruanischen Bauern zu helfen, wohl aber in der Lage ist, uns irgendwie unter Druck zu setzen, ich formuliere das jetzt mal bewusst sozusagen aus dieser aktivistischen Perspektive, ja, dann stellt sich eben vielleicht doch mal die Frage, haben wir da nicht ein Recht auf Widerstand? Und dieses Recht auf Widerstand ist, es gibt sogar im Grundgesetz, ja, also das wissen manche vielleicht gar nicht, aber wir haben im Grundgesetz tatsächlich ein Widerstandsrecht, das sagt, dass gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung, die Ordnung der Bundesrepublik Deutschland zu beseitigen, dass alle Deutschen ein Recht haben, das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Und jetzt kann man sich natürlich schon fragen, also das sind echt fundamentale Fragen, die der Klimawandel jetzt auch eben bei den Juristen aufwirft, sind wir jetzt inzwischen in einem Stadium, wo die freiheitlich-demokratische Grundordnung dieses Landes so bedroht ist, dass wir ernsthaft darüber nachdenken müssen, dass es vielleicht ein Recht zum Widerstand gegen diejenigen gibt, die sich den Umweltschutzmaßnahmen entgegenstellen? Meine klare Antwort, nein. Ja, also um das hier mal ganz deutlich zu machen, bitte berufen Sie sich nicht auf mich, wenn Sie glauben, Sie hätten ein Widerstandsrecht. Ja, ich möchte nur sozusagen mal diesen Gedankengang nachvollziehen, weil es uns eben vielleicht doch schon zeigt, okay, was sind denn so die Grundmechanismen, die in der Gesellschaft wirken? Was haben wir in unserem Rechtssystem angelegt, was nicht? Ich habe eben schon mal gesagt, so Umweltschutz, Naturschutz und so, das ist nicht seit 1949 in der DNA der Bundesrepublik verankert. Ja? Aber wir entwickeln uns natürlich auch. Und ich finde es jetzt eigentlich sozusagen, wenn ich jetzt vom Widerstandsrecht her denke, finde ich es eben irgendwie doch auch eine positive Bilanz zu sagen, ja, eigentlich hat ja dieser Meinungskampf auch funktioniert im Sinne von, wir haben eine starke Auseinandersetzung in der Gesellschaft dazu laufen und die Politik bewegt sich eben auch ein bisschen. Ja, wir haben eben Klimaschutzgesetz und so, okay, kann man alles kritisieren, ja, aber es ist nicht so, als wäre jetzt, also aus meiner Wahrnehmung eindeutig nicht so, als wären die Grundfesten dieses Staates erschüttert, ja, sondern der politische, demokratische Prozess läuft und das bedeutet, da gibt es für uns genug Einflussmöglichkeiten und genug Möglichkeiten, um die Sache voranzutreiben, was natürlich nicht, und da spielt dann eben auch die dritte Gewalt eine Rolle und wir haben, Sarah, du hast eben die Dieselklagen geschildert, wir haben die Verfassungsbeschwerde, also auch die dritte Gewalt, die Justiz nimmt da ihre Aufgabe ernst und kann da möglicherweise etwas leisten. Das ist vielleicht sozusagen zum Abschluss unserer heutigen Ringvorlesung vielleicht dann auch nochmal so eine Art, ja, Fazitfrage, die wir stellen müssen oder die wir vielleicht beantworten müssen und die wir natürlich gerne weiter diskutieren im Chat und in anderen Foren. Was leistet denn jetzt die Justiz? Was kann sie leisten? Ist diese Bewegung Climate Justice, also Klimagerechtigkeit durch Gerichte herzustellen, ist das ein interessanter Way Forward? Also man muss vielleicht nochmal auch dazu sagen, wir haben jetzt in Deutschland ein Mixed Picture, aber wir haben ja
auch in den Niederlanden beispielsweise eine Entscheidung vom Hohen Rat, vom höchsten Gericht der Niederlande, in dem Urgenda-Fall, wo so eine Klimaschutzklage erfolgreich war, ja, wo die Regierung verpflichtet wurde, mehr zu tun für den Klimaschutz. Ja, und es ist da wahnsinnig viel in Bewegung. Sarah, ich fange mal mit dir an. Was würdest du sagen? Wie ist deine Einschätzung sozusagen, wenn du auf dieses Panorama an Fällen und an juristischen Entwicklungen schaust? Ein bisschen zweigeteilt. Also ich sehe es sehr positiv, dass dieses Thema immer mehr vor den Gerichten landet, von den Gerichten besprochen wird, mit zum Teil sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Also du hast jetzt gerade ja schon das niederländische Urteil jetzt kurz erwähnt und das war tatsächlich sehr aktivistisch und sehr vorgreifend, wo viele Kritiker halt auch gesagt haben, ob das nicht schon in die Entscheidungsspielräume der Gesetzgeber, also der Gesetzgebung eingreift. Die Frage muss man sich stellen. Finde aber, dass vor allem, was wir jetzt vor den Verwaltungsgerichten sehen, mit den Klagen für die Dieselfahrverbote und so weiter, dass halt in dem Umfang keineswegs der Fall ist. Also hier haben wir ja vor allem Gesetze, die dazu gemacht wurden, mithilfe auch noch von anderen Gesetzen, von Umweltverbänden direkt eingeklagt zu werden. Das heißt, wir haben eine bewusste Verlagerung der Frage beziehungsweise eine bewusste Kompetenzgabe an die Gerichte, den Staat dort dann halt auch verantwortlich dafür zu halten, dass Klimaschutz tatsächlich umgesetzt wird. Vom Verfassungsgericht ist es, wie gesagt, ein bisschen schwieriger. Wir wissen wirklich nicht, wie es weitergeht. Und da ist es natürlich auch ein bisschen problematischer. Aber im Großen und Ganzen sehe ich halt das Thema sehr gut vor den Gerichten aufgehoben und habe das Gefühl, dass das Thema auch sehr nach vorne bringt. Okay. Philipp, was ziehst du so draus? Ja, ich würde Sarah recht geben, was die Verwaltungsgerichte und das Bundesverfassungsgericht angeht. Ich bin vor den Zivilgerichten ehrlich gesagt ein bisschen kritischer, einfach weil das ist ein anderes Verfahren, ne? In so einem verwaltungsgerichtlichen Verfahren, da kommt ja am Ende ein Auftrag an Hoheitsträger raus, also jemand, der irgendwo eine Legitimation hat auch, sich mit sowas zu befassen, dagegen von einem Zivilgericht. Das ist halt im Zweifel ein Einzelrichter, der dann eine Maßnahme ergreifen soll. Dazu in einem Verfahren, wo man halt auch nur zwei Parteien hört, ne? Den Kläger und den Beklagten. Und dann soll dieser Richter eine Maßnahme ergreifen. Und das ist halt schwierig für die, ne? Das ist natürlich auch eine internationale Dimension dieser Klimawandel. Ne? Wenn hier ein Gericht beschließt, so einem Antrag stattzugeben und angenommen mal, das ging jetzt durch, dann würde der Kläger hier in dem Fall 17.000 Euro von RWE bekommen. In den USA ist eine ähnliche Klage abgewiesen worden von einem Inuit-Stamm, der auch Exxon für den Klimawandel verantwortlich gemacht hat. Da würde er zum Beispiel sein Geld nicht bekommen. Ne? Und dann am Ende ist die Frage, was wirklich dabei rumkommt, wenn es Länder gibt, die auf dem Standpunkt stehen, wir sprechen da Schadensersatz zu, und andere Länder, die sowas abweisen, weil sie sagen, das ist einfach nicht das Thema der Gerichte, sowas sind politische Fragen, dafür sowas gehört nicht vom Gericht, sondern im Parlament, dann wird er sein Ziel damit nicht erreichen können. Also der kriegt diese 3,5 Millionen für den neuen Staudamm sozusagen in dem Fall jetzt nicht zusammen. Ich würde allerdings auch die Frage stellen, ob es tatsächlich so wichtig ist in diesen Fällen, dass man gewinnt und ob es nicht tatsächlich hier eher auch ein bisschen um die Öffentlichkeit geht. Denn natürlich macht es Schlagzeilen, wenn man sagt, wir haben einen peruanischen Landwirt, der hier in Deutschland RWE verklagt. Also es kommt in die Zeitung, es kommt, also auch Leute, die sich jetzt nicht täglich mit Klimaschutz beschäftigen, lesen es, fragen sich, ist das richtig so? Sollte er den Anspruch haben? Sollte er ihn nicht haben? Und dadurch kommt das Thema natürlich auch immer weiter in die Öffentlichkeit und hat auch eine Dimension in der Form, dass es durch Gerichte in die Öffentlichkeit getragen wird und somit vielleicht auch sich die Politik mehr in der Verantwortung sieht, auch tatsächlich sich damit zu beschäftigen. Absolut. Also ich denke auch, dass ein gerichtliches Urteil, gerade wenn so eine Klage abgewiesen wird und die Öffentlichkeit dann vielleicht auch das Empfinden hat, obwohl es rechtlich vielleicht richtig ist, leidet da im Prinzip ein Landwirt, der wenig zum Klimawandel beigetragen hat, unter den
den Ausstößen europäischer Konzerne. Ne? Dass dann so ein Missstand quasi auch in der Öffentlichkeit ankommt und dann vielleicht irgendwann mal auch einen Gesetzgeber erreicht, kann natürlich die Wirkung so einer Klage sein. Und dafür finde ich es gut. Du hast jetzt gerade so gesagt, nur um das nochmal richtig zu stellen, ne? Also da stoßen europäische Konzerne CO2 aus, im Wesentlichen um unsere Wohnungen zu heizen oder unseren Konsum zu füttern oder was auch immer. Ne? Also da müssen wir uns natürlich letztlich schon auch irgendwie selber an die Nase fassen. Und zwar meine ich das im Sinne von, wir skizzieren jetzt RWE als, oder da klingt jetzt RWE so ein bisschen als der Buhmann durch. Und das ist sicherlich auch irgendwie eine legitime Sicht. Andererseits tun sie etwas, was legal ist, was genehmigt ist, was sozusagen den hiesigen Standards genügt und wovon eben viele Menschen hier profitieren. Ne? Das muss man natürlich auch nochmal in den Blick nehmen. Philipp, oder ich? Also ich nehme an, ja, du willst, ja, das spricht nicht, aber genau, nee, also nur so zu, okay. Hätte ja sein können, dass du dich doch nochmal als radikaler Klimaschützer hier entwickelst, aber das, na gut. Ja, ich finde es auch, wenn ich will euch beiden gar nicht stoppen in eurer Besprechung, aber vielleicht sage ich auch nochmal einen Satz dazu. Ich finde es, meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass man über dieses Thema, über den juristischen Ansatz, den rechtlichen Ansatz bei diesem Thema eben dahin kommt, dass man eine Debatte versachlicht, eine Debatte in bestimmte Foren führt, die dafür vielleicht nicht originär gemacht sind, aber die auf jeden Fall dazu beitragen, ihr habt es auch schon gesagt, ne, so eine Thematik stärker zu durchdringen, die beteiligten Interessen deutlicher zu machen, auch eine gewisse Signalwirkung auszustrahlen nach außen in die Politik herein. Und da stimme ich euch voll zu, dass unabhängig davon, wie dieser Fall entschieden wird und zu entscheiden ist, dass es am Ende des Tages ein Gewinn sein wird, was immer wir da kriegen. Ja? Und vielleicht besteht der Gewinn auch nur darin zu sehen, die Justiz ist für sowas nicht gemacht. Ja? Also wir bringen hier die Justiz schon ans Limit. Das muss man schon auch klipp und klar sagen. Und das finde ich jetzt auch überhaupt nicht verwunderlich, weil wir eben mit einem Jahrhundertproblem konfrontiert sind. Und jetzt kann man auch nicht erwarten, dass die drei Richterinnen und Richter im Senat des Oberlandesgerichts Hamm, zu denen dieser Fall zufällig gekommen ist, ja, dass die jetzt sagen, ha, wir haben die Lösung für den Klimaschutz. Ja, wir sprechen jetzt einfach hier 17.000 Euro zu und dann hat sich das. Also so einfach ist es eben natürlich auch nicht und das würde eben auch die Gerichte überfordern. Gleichwohl sieht man eben auch sehr, sehr deutlich die Schwachpunkte unserer internationalen Zusammenarbeit, Regulierung. Wir schaffen es nicht so richtig, internationale Probleme im juristischen Rahmen zu behandeln. Wir sind mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen echt stark gefordert, wenn wir die integrieren müssen in Gerichtsverfahren. Ja, wir Juristinnen und Juristen tun uns vielleicht in der Sache tendenziell auch schwer, Verfahren zu führen, die ganz neuartig sind. Und das ist ein neuartiges Verfahren in vielerlei Hinsicht. Ja, da braucht man innovative Anwälte, innovative Richterinnen und Richter, die damit umgehen können. Die Verfahren dauern tendenziell zu lange. Es kann einfach nicht sein, dass sich sowas seit Jahren hinzieht, ohne dass es richtig gut vorwärts geht und so. Also das sind, glaube ich, auch Aufgaben, die sich für uns stellen. Und das sieht man dann eben an so einem, ich sage jetzt mal, Grenzfall, dann für uns eben auch sehr plastisch. Was der Beitrag zur Klimaschutzbewegung ist, bleibt aber sicherlich sehr offen und ich persönlich habe auch Zweifel, dass das sozusagen irgendwie ein richtiger Weg ist, aber gleichzeitig zeigt auch sozusagen der Abgleich mit den verwaltungsrechtlichen Klagen, mit den Kontrollen sozusagen, die wir da gegenüber der Regierung ausüben können, dass wir da zumindest auch Hebel haben, wo die Justiz eben mal ab und zu eingreifen kann. Letztlich bleibt wahrscheinlich die ganz große Frage, wollen wir, dass Richterinnen und Richter dass die eher eine starke Rolle spielen in diesem Prozess oder nicht. Das mag eben auch von Instanz zu Instanz unterschiedlich sein. Da hat das Bundesverfassungsgericht natürlich eine ganz andere Aufgabe als ein Landgericht in Essen. Ja, und ein Verwaltungsgericht hat wieder eine andere Aufgabe und so weiter. Und ist das eine Frage, die wir da lösen können? Und dann denkt man immer so, nee, das ist natürlich, das überfordert die Justiz. Das ist so ein Argument, das man unter Juristinnen und Juristen häufig hört. Das stimmt. Ja, und gleichzeitig, das ist jetzt ein salomonisches Schlusswort, ist wahrscheinlich bei diesen Themen jeder in seiner Position irgendwie verantwortlich
sein Miniaturstück dazu beizutragen. Ich glaube, das, was die Justiz beitragen kann, ist nicht so wahnsinnig viel, aber es ist etwas. Und wir lernen als Juristinnen und Juristen dann auch wieder daraus, wenn die Justiz an ihre Grenzen gerät. Darf ich mit so einem salbungsvollen letzten Satz schließen, ihr zwei? Oder ist das jetzt zu bei diesem Thema zu wenig radikal oder zu salbungsvoll? Ich würde sagen, es ist noch okay. Ich würde es noch durchgehen lassen. Ihr werdet euch keinen Widerspruch trauen, das ist genau richtig. So üben wir das ja immer. Nein, Quatsch. Ich würde sagen, wir belassen es dabei, denn alles Weitere können wir auch gerne mit Ihnen und euch diskutieren, die jetzt zugehört haben. Und darauf freuen wir uns und stehen natürlich auch für Fragen gern weiter zur Verfügung. Wir werden auch ein kleines Paper hochladen, wo ihr viele der Quellen, die wir zitiert haben, nochmal nachlesen können. Und ansonsten würde ich sagen, wir verabschieden uns und grüßen ganz herzlich und freuen uns, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.